Mein Name ist Stefan Bauer, ich leite seit 2002 den Kunstraum Kreuzberg, Britannien. Zuvor war ich Geschäftsführer des Kunstamts Kreuzberg und arbeite damit sehr lange schon in diesem Gebäude. Das Gebäude ist ein ehemaliges Krankenhaus, das 1847 erbaut worden ist und wo Theodor Fontane als Apotheker gewirkt hat. Anfang der 70er Jahre ist das Nebengebäude, was zum Gelände gehört, besetzt worden. Dadurch hat das Gebäude einen Mythos erlangt und wurde besungen von Tonsteinscherben. Der Kunstraum Kreuzberg ist eine relativ große kommunale Galerie mit 450 Quadratmetern, 220 laufenden Hängemetern. Wir haben viele Ausstellungsräume. Wir sind ein gut ausgestatteter, barrierefreier Ausstellungsraum. Unsere Ausstellungen haben immer einen Bezug zur Gegenwart, zu den Fragestellungen, die hier im Bezirk erörtert werden, thematisiert werden, verhandelt werden, auch als soziale Bewegung. Wir wollen, dass unsere Besucher Lust zu Anstrengungen entwickeln, Lust, sich hier auseinanderzusetzen und einen Mehrwert mitnehmen. Ich sehe darin die Funktion von Kunst. Wir sind ein kleines Team, das besteht aus meiner Person, einer Programmkoordinatorin und zwei Volontärinnen und Praktikanten. Wir kooperieren auf allen möglichen Ebenen. Wir arbeiten sowohl mit Institutionen zusammen oder einzelnen Künstlern oder Künstlergruppen. Und wir versuchen damit auch einen sozialen und politischen Beitrag für die freie Szene zu leisten. Ein Teil unserer Kraft bestand immer darin, dass wir gezwungen waren, zu improvisieren, uns anzupassen, einzufordern. Und gerade weil wir flexibel sind, können wir viel schneller, viel besser auf bestimmte Phänomene reagieren und können uns auch mehr trauen als große Museen. Der Kunstraum Kreuzberg war die erste Institution, die zum Beispiel Street Art und Graffiti gezeigt hat, 2003. Und wir sind dafür massiv angegriffen worden von der Politik, von den Medien. Wir waren in der Lage, solche Skandale durchzustehen, weil wir einfach auch frech sein durften. Wir sind eben nicht ein Museum.